So, willkommen zurück. Es geht immer noch um Leasing, logischerweise. Wir sind jetzt bei Lerneinheit 22 und jetzt geht es um den Ansatz von Leasing-Transaktionen. So, da fangen wir an, indem wir erstmal über den neuen Leasing-Standard reden. Also ich hatte Ihnen ja schon gesagt im letzten Video, IFRS 17 ist nicht mehr, IFRS 17 ist Geschichte. Es gibt jetzt IFRS 16. IFRS 16, Leases, ist ein Standard, der seit 2019 gilt. Also ne, mittlerweile müssen wirklich alle Unternehmen diesen Standard anwenden. Die Erstanwendung war für viele Unternehmen sehr viel Arbeit. Und jetzt tuckern die da aber mit dem neuen Standard vor sich hin. Ne? Und für sie ist es gut, weil sie müssen sich mit dem alten Standard nicht mehr wirklich befassen. Sie können sich jetzt direkt mit dem neuen Standard befassen. Also insofern gibt es keine Übergangslösung mehr für sie, wenn sie jetzt das Video sehen. So, jetzt ganz kurz nur, ich will Sie nicht mit Geschichte langweilen, aber einen Punkt möchte ich schon machen. Sie sehen, das ganze Projekt hat 2006 angefangen. Ja, also wir haben wirklich über 10 Jahre an diesem Standard rumgeschraubt. Und erst mit dem FASB und dann haben Sie sich von dem FASB ein bisschen wieder aufgetrennt. Und na, jetzt haben Sie es dann alleine gemacht. Sie haben 2 unterschiedliche Exposure Drafts gemacht. Also es hat schon ewig gedauert, ja, also bis dieser Leasing-Standard verabschiedet wurde. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass das Thema kompliziert ist, erstens. Und zweitens, dass sehr viel Interessengruppen an diesem Thema irgendwie mitgewirkt haben. Ja, denn Leasing ist nicht nur interessant für normale Unternehmen, es ist auch einfach eine Riesenbranche an sich. Also Leasing-Unternehmen, also Leasinggeber, ne, sind eine wichtige Branche in der Industrie und die haben natürlich große Sorgen gehabt, dass ihr Geschäftsmodell ein bisschen darunter leidet, wenn die Leasingbilanzierung grundsätzlich reformiert wird. Und dementsprechend gab es da sehr viele Interessengruppen, die sich auch in dieses Standardsetting eingebracht haben. Also ganz spannender Standardsetzungsprozess. Aber jetzt ist er durch und IFRS 16 ist da. Und der Rest von diesem von dieser Lerneinheit und der nächsten Lerneinheit wird sich damit befassen, wie man IFRS 16 nun anwendet. Und vorweg, hierbei geht es mir vor allen Dingen um die Grundlagen. Also wir werden nicht viel in irgendwelche Spezialprobleme einsteigen. Ne? Also es geht mir so ein bisschen um die grundlegenden Zusammenhänge hier. Im Lehrbuch finden Sie auch noch ein bisschen was zu Spezialproblemen, die auch ganz spannend sind, aber ne, nicht hier. Also können Sie sich entspannen. Gut, fangen wir an mit der Frage, die man immer so macht, ne, Ansatz. So, also was muss nach IFRS 16 angesetzt werden? Das ist erstens schon mal alles, was nicht in den Scope Exclusions ausgeschlossen ist. Ne? Scope Exclusions kennen Sie mittlerweile. Das ist das, was man am Anfang von einem Standard meistens hat. Und bei IFRS 16 sind das vor allen Dingen auch Fragen, die so in den Bereich der Finanzinstrumente fallen. Dann gibt es auch für immaterielle Vermögenswerte teilweise so Möglichkeiten, Dinge auszuschließen und so. Ja? Aber schauen Sie sich IFRS 16.3 einfach mal an, dann finden Sie die Liste. Ja, es geht auch vieles, was so in die Konzernrechnungslegung reinführt, ist ausgeschlossen. Ne? Also, das ist der erste Schritt. So, der nächste Schritt ist die Frage, ob die Leasingverhältnisse wirklich eindeutig spezifizierte Vermögenswerte umfassen. Das klingt ein bisschen technisch, ganz kurz ein Beispiel dafür. Also es ist häufig so, dass Sie einen Vermögenswert in Anspruch nehmen, aber nicht wirklich irgendwie ein Recht darauf haben, einen bestimmten Vermögenswert zu bekommen. Ja, also zum Beispiel können Sie so einen Rahmenmietvertrag haben mit irgendeinem Autovermieter und Sie können jederzeit hingehen und sich so ein Auto nehmen. Ja, das ist dann erstmal kein spezifizierter Vermögenswert. Sie haben Anrecht auf irgendein Auto, aber nicht auf genau das Auto, ja. So, und dementsprechend fallen diese ganzen Verträge da erstmal nicht rein. Wenn Sie allerdings dann ein Auto, ein spezifisches Auto gemietet haben für mehrere Jahre oder so, dann sind Sie da natürlich drin. Ne? Das nächste ist, Sie müssen Kontrolle über den Vermögenswert haben. Ne? Also Sie, das ist halt, ne, sonst haben wir überhaupt keinen Vermögenswert, den wir irgendwie beim Leasingnehmer bilanzieren können. Ne? Also wenn die beiden Dinge gegeben sind, Kontrolle und eindeutige Spezifikation, ja, dann haben wir einen Ansatz zu machen. Und wir setzen an, und das ist jetzt der Trick von IFRS 16, wir setzen nicht den Vermögenswert selber an, sondern wir setzen einen Vermögenswert an, der aus dem Nutzungsrecht resultiert. Das ist ein bisschen kompliziert. Ja? Also wir haben ein Auto, wir haben das Auto über mehrere Jahre geleast, ja. Letztendlich aber ist das, was in die Bilanz geht, das Recht, das Auto zu nutzen. Nicht das Auto selber. Das Auto selber gehört unter Umständen weiter dem Leasinggeber. Ja? Aber das Recht, das Auto zu nutzen, das haben wir jetzt. Und dieses Recht, das Auto zu nutzen, das ist auch ein Wert. Ja? Es ist auch ein Vermögenswert, es ist ein Recht, es ist eine
ökonomische Ressource aus einem vergangenen Ereignis resultierend, ja, über das wir Kontrolle haben und das künftigen ökonomischen Nutzen verspricht, den wir glaubwürdig darstellen können. Nicht? Also in dem Sinne haben wir hier einen zumindest abstrakt aktivierungspflichtigen Vermögenswert und IFRS 16 sorgt dafür, dass wir den auch konkret aktivieren können. So, jetzt gibt es eine Reihe von Ausnahmen. Die sind so einerseits für kurzfristige Leasingverhältnisse, also all diese ganzen Geschichten mit dem Fahrrad, was Sie abends für die Kneipe leasen oder für ein oder zwei Monate oder so, oder das Auto, was man für den Urlaub liest oder so. All diese ganzen kurzfristigen Sachen, die fallen erstmal grundsätzlich raus. Es ist ein Wahlrecht, also Sie können, wenn Sie wollen, die aktivieren, aber machen von im Regelfall nicht. Ne? Und dann auch geringer Wert, also wenn der Vermögenswert einen geringen Wert hat, ne? Dann kann man das Ganze buchen als normalen Aufwand. Ne? Ganz normaler Aufwand, die Leasingzahlungen werden Aufwand der Periode. Die Grundidee ist, wenn das Ganze so kurzfristig ist oder halt nicht wesentlich, ja, dann macht es keinen Sinn, hier extra einen Vermögenswert und eine korrespondierende Schuld anzusetzen, denn dann kann man auch einfach hingehen und das Ganze direkt als Aufwand erfassen. Ne? Da ist die Periodisierung nicht wirklich notwendig. Ja, also, das ist sozusagen die andere Seite. Ne? Aber grundsätzlich, alles, was langfristig ist, was einen wesentlichen Wert hat, was nicht durch die Scope Exclusions getroffen wird und was eindeutig spezifizierbar ist und kontrollierbar ist, das müssen Sie als Right of Use, als Nutzungsrecht und korrespondierende Leasingverbindlichkeit in Ihre Bilanz nehmen. Ja? So, wie sieht das Ganze aus beim Leasinggeber? Ganz kurz, wir fokussieren uns hier hauptsächlich auf den Leasingnehmer. Beim Leasinggeber wird das Ganze eigentlich so bilanziert wie früher nach IAS 17. Ja, das heißt, hier gibt's nicht die Symmetrie. Ja, also es ist nicht Leasingnehmer, Leasinggeberbilanzierung ist nicht symmetrisch. Leasinggeber fragen sich weiterhin, habe ich hier ein Finanzierungsleasing? Ja, wenn ich ein Finanzierungsleasing habe, dann buche ich den Vermögenswert aus, eine Forderung ein, ja. Wenn ich ein operatives Leasing habe, dann bleibt mein Vermögenswert in der Bilanz. Ne, und ich habe eventuell Forderungen in Höhe der Leasingzahlungen, wenn die nicht sofort beglichen werden. Ne, oder ich habe auch mal eine passivische Abgrenzung, wenn die Leasingzahlungen vorgeleistet werden. Aber der Vermögenswert bleibt in der Bilanz. So, und diese Trennung, Financial Lease und Operating Lease aus Leasinggebersicht, da gibt es im Standard relativ detaillierte Vorschriften zu, ist im Einzelfall immer noch schwierig. Aber grundsätzlich geht es weiter darum, Chancen und Risiken abzuschätzen. Ne? Also im Prinzip so wie nach IAS 17. Ja? Also Sie sehen, Leasinggeberbilanzierung, Leasingnehmerbilanzierung ist nicht symmetrisch. Ja? Es wird unterschiedlich gehandelt. So, das Ganze haben wir jetzt hier auch nochmal etwas grafisch aufbereitet für Sie. Ne? Wenn Sie das nochmal nachvollziehen wollen, das sind beides Grafiken, die Sie auch bei uns im Lehrbuch so finden. Ne? Also können Sie da genau nachvollziehen. Also das Erste ist, Sie sehen hier die Frage des Ansatzes ist erstmal zweigeteilt in den identifizierten Vermögenswert. Habe ich hier einen identifizierten Vermögenswert? Ist es explizit oder implizit im Vertrag spezifiziert? Ja, habe ich irgendein Austauschrecht? Wenn nicht, ja, dann habe ich erstmal einen identifizierten Vermögenswert. Und der nächste Schritt ist, habe ich Recht zur Kontrolle? Ja, und da geht es darum, habe ich den wirtschaftlichen Nutzen? Ja, und kann ich die Verwendung bestimmen? Ne, da gibt es halt so Fälle, wenn ich zum Beispiel einen Vermögenswert zwar habe, aber damit nur ganz bestimmte eingeschränkte Dinge machen kann. Also wenn ich zum Beispiel ein Flugzeug geleast habe, aber mit dem Flugzeug nur bestimmte Strecken fliegen darf, ja, dann erbringe ich eigentlich eine Dienstleistung für den Leasinggeber. Ich fliege dem das Flugzeug durch die Gegend, aber das ist nicht mein Flugzeug. Ja. So, und dann habe ich nicht mehr Recht und Kontrolle an der Nutzung des identifizierten Vermögenswerts und damit habe ich dann kein Leasingverhältnis im Sinne von IFRS 16. Und dann bin ich halt regelmäßig in Fragen der Umsatzrealisation drin, das wäre IFRS 15. So, jetzt, wenn diese beiden Fälle allerdings zu bejahen sind, also ich habe einen identifizierten Vermögenswert und ich habe auch Recht zur Kontrolle, dann bin ich in der Welt von IFRS 16. So, das ist so die erste Frage. Das ist das, was Sie in dem rechten Schaubild im Prinzip in den ersten beiden Kästchen sehen, wenn Sie so wollen. Ne? Also das Schaubild mehr oder weniger im zweiten Kästchen, also Kontrollrecht über einen identifizierten Vermögenswert. So, das heißt, dann bin ich in dem Bereich, wo ich entweder IFRS 16 bilanzieren muss oder ich habe bei manchen Fällen dann Wahlrechtsmöglichkeit und dann kann ich auf die Bilanzierung, also auf die bilanzielle Abbildung des Nutzungsrechts
verzichten. Ne? Und das ist immer dann, wenn ich entweder einen immateriellen Vermögenswert vor mir habe, ne, dann kann ich nämlich auch hingehen und dementsprechend das Ganze wie Lizenzaufwendung sozusagen befassen. So, wenn das Ganze geringwertig ist, haben wir schon drüber gesprochen, ne? Und wenn das Ganze kurzfristig ist, und dann gibt es noch eine Möglichkeit, wenn ich separate Nicht-Leasing-Komponenten habe, wenn ich also Dinge habe, die ich ausgrenzen kann, die nicht Leasing-Charakter haben, sondern eher Dienstleistungscharakter oder Kaufcharakter, dann kann ich die auch rausnehmen und das Ganze dann nicht, also diesen Teil nicht als Leasing-Verhältnis bilanzieren. So, das sind im Wesentlichen die Ansatzregeln. Hier jetzt nochmal als Bildchen. Ja, Sie sehen also, nach EFRS setzt man keine Vermögenswerte selber an, sondern Nutzungsrechte an Vermögenswerten. Und das im Prinzip für alle identifizierbaren Leasingverhältnisse, die nicht explizit über den Scope ausgeschlossen sind oder die nicht kurzfristig und geringfügig sind. Ja, das heißt also, diese Trennung im Operating Lease und Financial Lease ist Geschichte. Ja, auf jeden Fall aus Sicht des Leasingnehmers. Ne? Stattdessen muss letztendlich alles on-balance, also alles wesentliche langfristige on-balance und das dann allerdings nicht als Vermögenswert verstanden, sondern als Nutzungsrecht. Ja? So, und wie sich das auswirkt auch auf die Bewertung und wie man das dann wirklich tatsächlich macht, das sehen Sie in der nächsten Lerneinheit, denn da befassen wir uns dann mit den daraus resultierenden Bewertungsfragen, allerdings primär aus Leasingnehmersicht. Bis dahin, tschüss!